Familie Feitner lebt in ihrem Einfamilienhaus in der Nähe Stuttgarts. Im Erdgeschoss, wo sich die Essküche und das Wohnzimmer befinden, ist der Parkettboden vollflächig auf dem Estrich verklebt. Der Holzboden schwingt durch die feste Fixierung auf dem Untergrund beim Gehen nicht mit. Selbst bei Schuhen mit Ledersohle und Absätzen ist kaum ein Laut im Raum zu hören. Ganz im Gegenteil zum Obergeschoss. Im Kinderzimmer geht es deutlich lauter zu. Im Gegensatz zu unten erzeugt im Obergeschoss jede Bewegung Raumschall. Da das Parkett im Kinderzimmer nur schwimmend verlegt wurde, also nicht fest mit dem Untergrund verbunden ist, schwingt der Boden mit. Die Schallwellen werden als unangenehmes Geräusch in den Raum geleitet. Es muss etwas unternommen werden, das weiß auch der Hausherr. Aber ist der Unterschied zwischen geklebtem und schwimmend verlegtem Parkett wirklich so groß? Während im Esszimmer eine angenehme Geräuschkulisse von knapp 40 Dezibel herrscht, ist es im Obergeschoss bei einem Wert von 50 Dezibel deutlich lauter. Der direkte Vergleich fällt eindeutig aus, denn die gemessene Differenz von rund 10 Dezibel entspricht einer Verdoppelung der subjektiven Lautstärkewahrnehmung. Der Raumschall, der in einem geschlossenen Raum entsteht, wird oftmals als unangenehmes Geräusch empfunden. Hier spielt die Art und Weise der Verlegung eines Parkettbodens eine große Rolle. So entsteht zum Beispiel bei einem fest verklebten Parkettboden ein deutlich geringerer Raumschall als bei einer schwimmend verlegten Fläche. Familie Feitner hat sich entschieden, in absehbarer Zeit soll auch im Obergeschoss vollflächig verklebtes Parkett verlegt werden. Nur dann gibt es für Groß und Klein ein ruhiges und gesundes Wohnen.